Und herzlich willkommen zum Greatest Server Let's Play. Achso, halt bevor ich hier reingehe. Mal gucken. Das können wir hier direkt kontrolliert komplett ignorieren. Das wird nichts mehr. Lichtschaltung haben wir, Empfang haben wir auch. So, dann haben wir eigentlich all die Sachen, die wir schon immer machen wollten, schon mal abgearbeitet. Das ist doch geil. Was wir auf jeden Fall jetzt noch machen würde gerne in der Aufnahme, ist tatsächlich unsere Felder ein bisschen umgestalten. Wir haben ja diese zwei großen Felder, wo wir Weizen anbauen. Und da würde ich aber gerne sagen, okay, komm, wir opfern eins, um da nochmal ein bisschen Baumwolle anzubauen. Weil wir merken schon, ne, wir haben jetzt gerade mal im Lager haben wir noch ungefähr ein Stack Wolle. Und eben für einen Wollblock brauchen wir halt schon mal viermal Wolle. Das heißt, da haben wir tatsächlich doch einen etwas höheren Verbrauch, als mir lieb ist. Von daher, na, können wir da schon ein bisschen was an extra quasi machen. Dann haben wir quasi ein großes und normales Feld für Weizen und ein großes und normales Feld für Baumwolle. Das sollte dann einigermaßen sinnvollisiert sein. So, Schwupps. Ja, die Werkzeuge kann ich mal direkt hier unten in das Lager packen. So. Okidoki. Die hier meine Springtaste nicht mehr, aber hier los. Eigentlich könnte man hier noch so eine Auffahrt machen. So. Wir brauchen. Sollte reichen. Ah, jetzt da hier. Nicht mal zwei Stacks haben wir noch. Das ist nicht sehr viel. So, dann opfern wir mal hier das vordere Feld. Oh, Mr. Schäfchen ist wieder da. Ja, man merkt mittlerweile echt, dass ich endlich diese Funktion ausgeschalten habe, dass Tiere, die einmal gespawnt sind, auch wieder irgendwann verschwinden. Ich meine, so niedrig wie die Spawnrate auf dem Server ist, ist halt doch kein Problem, wenn die Tiere, die spawnen, auch da bleiben. Bis sie halt von irgendeiner random Person abgeschlachtet werden. Als Opfergabe an irgendeinen skurrilen Gott. So, sehr schön. Jetzt kann das hier schön wachsen und ja, dann haben wir irgendwann ein bisschen mehr Baumwolle. Ne, weil hier haben wir halt alleine schon 72, also fast ein Stack. Das heißt, ist schon ein bisschen mehr als gerade mal 36, die wir da vorne mal bekommen. Also mindestens 36.
Achso, halt, erstmal ins Lager. Ach komm. Wir gehen eh nochmal ins Lager, weil ich will jetzt doch da so voll noch schräg dran bauen. Die Idee finde ich ganz gut. Gefällt mir. Gefällt mir voll geil. Ey, wie verhungern hier fast? Was ist hier los? So, Betondinger müssen wir noch haben. Oh. Nee, wir brauchen normale Schrägen. Haben wir keinen Cobblestone mehr? Was ist denn hier los? Das gibt es ja auch nicht. Na, guck mal her. Dann machen wir uns mal schnell ein so ein Ding. So, und das Ding müssen wir jetzt in die Säge packen. So, und zwei normale Schrägen bitte. Oder machen wir doch eine flache Schräge? Ich glaube, wir machen doch eine normale Schräge. Eine flache Schräge, meine ich doch. Sind die anderen? Hä? Ach ja, wir hatten ja nur einen. Ach, Kacke. Ach, komm her damit. Sonst gehen nämlich die Dinger jetzt verloren und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Weg, weg. So, danke. Brauchen wir noch so einen Block? Ja, damit. Dankeschön. Ja. Hallo? Komische Geräusche am Arbeitsplatz. Was ist denn hier los? So, zwei davon und zwei davon. Perfekt. So. Sehr gut. Gibt es denn irgendwas, was wir in das Lager packen können? Nö. So, bist du mittlerweile gewachsen? Ja. Jetzt ist das Feld hier wieder perfekt. Sehr schön. Nee, weil wir haben hier überall so eine flache Schräge und da wird es blöd aussehen, wenn wir jetzt hier so eine steile Schräge machen. Das kommt nicht gut, von daher. Machen wir hier direkt so eine schöne flache Schräge, dann kommt man quasi hier von dem Hof, von der Fläche hier, direkt ins Lager. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Kann man so machen. Auf jeden Fall. Finde ich geil. Finde ich cool. So, das hier kommt dann alles da rein und da rein und da rein und da rein. Sehr schön. Ich liebe dieses neue System. Es ist so unendlich geil und macht diese ganze Kacke hier unendlich überflüssig. Irgendwie traurig, aber okay, ist halt so. Was willst du machen? Ich meine, gut, wenn wir ganz viele verschiedene Sachen haben, dann könnte sich mit der Kiste vielleicht sogar etwas schneller machen, wobei ich das mittlerweile echt nicht glaube. Bezweifle ich doch sehr. Tja. Schön blöd gelaufen. Haben wir extra was gebaut und dann wenig später kommt irgendein Feature, was es komplett überflüssig macht. Ich sag's ja, dieses Spiel hasst mich einfach. So, du kommst zu. Jetzt mal überlegen. Wir. Jetzt gibt's nicht mal Laternen irgendwie. Schau, diese Lampen sind alles Lampen, die sich nicht als Laterne lohnen. Beziehungsweise nicht mit Mese interagieren. Ich meine, wir könnten halt Laternen bauen, die immer leuchten, ne? So ganz klassische Laternen, die einfach irgendwo am Wegesrand sind und dann einfach, weiß nicht, so eine Dinger hier zum Beispiel überall hinklatschen. Oder sowas hier, so richtig schön klassisch, wäre natürlich auch geil. Wäre schon gar nicht so schlecht. Oder Lavalampen, easy. Hallo? Tja, das ist halt die Frage.
Gut, die nächste größere Frage ist, was machen wir eigentlich jetzt? Jetzt haben wir ja so eigentlich so alles abgedichtet vom Start. Ist noch irgendwas, was wir jetzt noch so auf die Schnelle machen können heute? So? Ich brauche auch echt neuen Stuff, den wir machen können. Mir gehen gerade so ein bisschen die Ideen aus. Was könnte man hier noch machen? Ich meine, ich hatte auch so ein bisschen so privat überlegt, da hinten ist ja dieser riesige Hügel. Ob wir da quasi eine Art einen Berg finden, der etwas flacher ist, also nicht ganz so super steil wie das Ding hier jetzt. Und da quasi so eine Siedlung auf dem Berg quasi machen. Ne? So ein Hanggebäude quasi. Wäre halt geil, aber wie sinnig wäre das, ganz ehrlich. Ich meine, wir haben jetzt da hinten schon eine Siedlung. Ansonsten hier, wir haben Feld, wir haben eine Bahn, wir haben ein kleines Dörflein, wir haben ein Hotel. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich werde mal gucken, vielleicht mache ich nächste Woche auch mal wieder ein paar Mindtest-Specials, ne? So hat sich ja, weiß nicht, Yoanchi-Server mal wieder reinschneiden oder so, die Yoanchi's Creative, Yoanchi Crafter und Nordcore, die drei Spiele, die ich letztens hier auch schon mal, ne, gespielt hatte, die sind sehr stark in Entwicklung, da gibt es jetzt eine ganze Menge Updates, mal gucken, wie die so geworden sind, vielleicht spielen wir eins der drei. Ich meine, Nordcore hat halt ein geiles Spielkonzept, aber ja, fürs Let's Play, ich weiß nicht. Yoanchi wiederum ist halt relativ cool eigentlich. Ne? Da habe ich heute sogar einen Server hier, können wir quasi auf dem Server wieder weiterspielen, hat man ja angefangen zu spielen. Jo. Gut, auf jeden Fall, was ich jetzt hier gerne mal machen würde, wäre tatsächlich ein bisschen weiter zu laufen, also wirklich ein bisschen weiter weg zu laufen. Und dass wir endlich mal irgendwie, ein bisschen das glitzernde Bodenerz bekommen. Also Uran, für die, ne? Hallo? Die Sache ist, wenn wir es ja wirklich jetzt wirklich auf den Weg machen, macht das in der Folge jetzt noch Sinn? Ansonsten stehe ich nächste Woche irgendwo in der Wildnis rum und weiß nicht warum. Vor allem brauchen wir halt viele Werkzeuge und viel Proviant. Weil das wird definitiv eine längere Tour. Aber wir müssen irgendwo hin, uns da runterkramen, gucken, ob es da was gibt. Wenn nicht, wieder hoch. Dann wieder weitersuchen, wieder irgendwo runterkramen. Und dieses Uran ist ja meistens, ist ja irgendwie zwischen minus 80 und minus 300 oder minus 400. Das heißt, wir müssen uns halt immer mindestens 100 Blöcke erstmal runtergraben. Also, wenn wir jetzt irgendwelche Höhlen finden, ist natürlich schön. Da können wir die Höhlen benutzen, aber, ne? Ja. Siehst du, die Sachen können wir mal wieder ein bisschen reparieren hier. Schwupp, schwupp. Was? So. Schön reparaliert. Wir sind hier einfach am chronischen Verhungern. Wisst ihr, vielleicht kriegen wir eigentlich irgendwann auch mal Honig, ne? Honig habe ich irgendwie so noch gar nicht. Zucker eigentlich auch nicht. Obwohl, nein, Quatsch, Zucker bekommen wir ja durch. Nee, was? Woher bekommen wir Zucker? Achso, doch, okay. Durch, ja. Ich bin aber auch noch nie einer Biene begegnet, also ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in der Lage sind, also Bienennester, so in der Wildnis tritt man glaube ich nicht an. Bienennester bekommt man wirklich nur, indem man selber halt Bienen fängt und dann, ne, wenn man, ich weiß nicht, irgendwie 9 Stück oder sowas hat, dann kann man die halt quasi, ne, ein bisschen nur zusammenfügen und dann kriegt man quasi so ein Bienennest. Ach, okay, 3 Stück.
Ja. Aber die drei müssen wir erstmal finden. Von daher. So, aber wie gesagt, Honig ist eigentlich bloß als Süßungsstoff und wie gesagt, in allen Rezepten, wo man Honig benutzen kann, kann man glaube ich auch Zucker benutzen. Von daher. Jo, wir brauchen wie gesagt Proviant. Wir nehmen also ordentlich was Proviant mit. Hier ist erstmal gar nichts drin. Sehr schön. Quatsch, halt hier. Noch ein paar Beeren. Nehmen wir hier mal alles mit. Ne, die Kürbisse nicht. Und dann. Die Frage ist doch, in welche Richtung gehen wir? Ich meine, die Richtung ist das Born. In die Richtung zu gehen wäre also relativ dumm, weil die Flächen der Map sind auf jeden Fall schon wahrscheinlich generiert. Und wir müssen ja, ne, auf jeden Fall in Gebiete, wo quasi seit der Technik-Mod, also bevor die Technik-Mod dazu kam, noch keiner drauf war. Weil das ist ja auch das Problem an diesem Gebiet hier, dass wir halt hier schon waren, bevor die Technik-Mod drauf war. Das heißt, die ganzen speziellen Bodenschätze, die halt die Technik-Mod hinzufügt, wie halt zum Beispiel Uran, genau, die gibt es hier halt nicht so in der freien Wildbahn. Denke ich mal. Ich weiß ja nicht, wie weit er jetzt das Ganze hier schon generiert hat, beziehungsweise wie tief wir in den Boden vorgestoßen sind, bevor die Technik noch drauf war. Kann sein, dass es hier auch irgendwelche Bereiche gibt, die noch unerforscht waren in dem Moment und dementsprechend hier dann tatsächlich doch auch ein bisschen Proviant dabei ist. Quatsch, was rede ich denn? Proviant. Ein bisschen Dings da bumst da, gebumstings. Ja. So, wir haben jetzt zweimal Blaubeeren. Das sollte auch reichen. Alter. In letzter Zeit irgendwie spinnt meine Maus irgendwie rum. Wenn ich meine Maus fast gedrückt halte, dann lässt der, ne, intern die Maus einfach wieder los. Teilweise, wenn ich rechtsklicke, dann registriert er irgendwie zweimal rechtsklick. Ganz skurril. So, was nehmen wir jetzt noch mal alles mit? Auf jeden Fall nehmen wir. Ach, genau, das Seil hier auf jeden Fall mit. Dann ein paar Fackeln. Äxte und so haben wir bereits. Wir können da gucken, was wir noch für Äxte rumfliegen haben. Kohle würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Da kriegen wir garantiert welche. Wenn wir in irgendwelchen Bergen, irgendwelchen Höhlen hinabsteigen. Was aber vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre, wäre Holz. Ne? Paar Stöcker. Bisschen Holz. Sollte reichen. Ist ja bloß für Fackeln. So, dann gucken wir mal, was wir noch so für Äxte haben, für Werkzeuge, die wir aufbrauchen können. Da haben wir hier ein bisschen Schunddarm hier noch. Zum Beispiel haben wir hier noch eine Axt. Dann haben wir hier noch eine Axt. Das ist die Spitzhacke. Oh, wir haben noch eine richtig gute Axt. Na gut, das werden wir gerade jetzt nicht brauchen. Das Schwert reicht vollkommen aus. Silberschwert, was ist besser, das oder das? Wir nehmen einfach beides mit. Ach, brauchen wir aber nicht. Oh, wir haben noch einen Schraubendreher. Interessant. Oh, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Nö. Jutchen, sollten wir eigentlich alles haben, was wir brauchen? Dann gehen wir jetzt einfach mal in die Richtung da los. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. In die Richtung waren wir ja schon irgendwie auch mal unterwegs. Für Ananas, ne? Aber das war zum Glück auf jeden Fall nach der Technik-Mod. Das war erst viel später. Hoffe ich ja zumindest. Das Schöne ist, ich erkenne ja sofort, wenn ich in einem unbekannten Biom eintrete, weil nämlich von meinem Server hier die Leistung, also die CPU-Graph einfach ja, wegfliegt. Was denn da hinten? Okay, das ist ein Dungeon. War der da schon immer? Nee, ne? Hat jemand was gebaut? Nee, ne? Bin ich einfach nur dumm? Ja, ne?
das Ding sieht auch nicht unbedingt sieht nicht natürlich aus, sondern eher so ein bisschen künstlich gebaut. Ich meine, protected ist hier nicht. Obwohl doch, hier ist protected. Okay, kann also nur künstlich. Ist ein normaler Dungeon. Gibt's hier auch eine Kiste? Was ich mir eigentlich. Ach doch, hier gibt's Kisten. Lol. Yay. Was? Lol, hier war gerade hier ein grüner Strich, der aber nicht komplett voll war. Und wenn ich auf alles gehe, ist das ein Bug von dem Alles-Knopf? Kann das sein, dass der ein bisschen scheiße ist? Also ein bisschen scheiße baut? Weil wir hatten ja auch schon mal so einen anderen Bug, dass wenn wir da irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, ah genau, mit diesen Ananas-Dingern, ne, wo wir die Ananas da geananaft haben. Da war es ja auch so, dass er dann zum Beispiel diese Ananasköpfe verschluckt hat. Das, was wir eigentlich am wichtigsten brauchten. Wäre mal interessant, ob man damit einfach mal ein bisschen schiedenerweise Werkzeuge reparieren kann. Was natürlich ein bisschen blöd wäre. Ja. So. Kommen wir einfach mal außen rum. Und schon hatte ich mich, weil ich kein Boot mitgenommen habe. Ich will jetzt aber auch keins bauen, weil sonst habe ich ungefähr 20.000 Boote. Hier komme ich durch. Sehr schön. Oh, da ist ja noch so ein Dungeon. Da oben ist noch ein Dungeon. Obwohl, kann auch einer sein. Dinger sind da teilweise ganz schön hoch. Hoch. Ah, da ist das Ende meines Weges vom Spawn. Das heißt, hier ist gleich irgendwie wieder Schutzgebiet. Noch das Let's Play-Bereich. Und gleich müsste... Ah, genau da. Westway. Und schon endet der Westway. Heißt, ab hier ist ungeschütztes Bereich, Gebiet. Einfach mal so Lochenberg. Sehr interessant. So, wir müssen auch gucken, dass wir uns nicht allzu sehr verlaufen. Leider gibt es halt keinen Kompass, also keinen funktionierenden Kompass. Oder? Nö. Nö. Ach, schon geil. Mal wieder ein bisschen einfach so in der Landschaft rumstreifen. Ist schon nicht schlecht. Ist schon echt nicht schlecht. Finde ich ganz geil. Ja, wie gesagt, dann wäre halt die Frage, ob wir denn nächste Woche tatsächlich hiermit weitermachen, mit dem Rumstreifen, oder ob ich tatsächlich nächste Woche doch mal wieder ein bisschen Special mache. Mal wieder ein paar andere Mindtest-Sachen-Geschichten mal wieder ein bisschen zeige. Zur Not auch additiv, dass ich quasi beides aufnehme, sowohl normalen Mindtest-Creative-Server als auch was anderes. Kann ich ja nur parallel machen. Okay, hier geht's. Aua, scheiße. Ist hier Uran? Leider unmöglich. Das ist viel zu hoch. Wie gesagt, Uran ist bei minus 80 fängt erst an. Das heißt, wir müssen mindestens unterm Wasser sein. Oh, komme ich da hoch? Alter, was ist denn da für ein riesiger Raum? Holy moly. Ist ja fast eine Diskothek. Was ist denn da los? Party hard. Bäh. Lasse er mich vorbei. Oh, komm. Bist du nicht willig, so brauche ich...
ein Handy. Um meine Mama anzurufen. Sag mal, diese Gebüsche hier ist ja. Nein! Haben wir eine Rüstung? Oh! Da ist halt einiges. Lol. So viel zu dem Thema? Interessant. Kann ich doch was machen? Ja! Nice! Wusste ich gar nicht. Cool, dann bringen die Blätter dazu sogar mehr als normale Blätter von Bäumen. Nice, wenn man daraus direkt vier Stöcker machen kann. Das ist nicht schlecht. Das kann man echt so machen. Beziehungsweise sind die zwei Stöcker. Wir hatten ja zwei Blätter. Gut, wo gehen wir hin? Das sieht ganz schön verbaut aus. Ich würde mal sagen, wir gehen mal doch lieber da. Ich will ein Schiff haben. Ein Boot. Wir versuchen mal da hochzukommen. Hallo, lass mich vorbei, lass mich durch, ich bin Arzt. So. Hoch. Gehen wir da rüber? Kommen wir da überhaupt hoch? Nee, da kommen wir gar nicht hoch. Wenn wir hier hochkommen? Nee, auch zu steil. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste, guckt euch mal an. Oh mein Gott. Warum suche ich jetzt eigentlich gerade Kisten? Ich bin noch Stuff dabei. Egal, macht trotzdem Spaß. Und vor allem das Schöne ist, diese TSM-Mod, also die auch die ganzen Kisten da hinzufügt, ist eine von den Mods, die ich zu allerletzten zugefügt habe. Das heißt, überall, wo solche Kisten auftauchen, ist definitiv ganz neue Biome, auch mit den ganzen neuen Features und so dabei. Das heißt, wir könnten uns tatsächlich sogar anfangen, hier schon in die Tiefe zu bauen. Oder Höhlen hinabzusteigen, so wie die hier. Ist doch gar nicht mal... Okay, die geht nicht so tief runter. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Sehr schön. Das heißt, wir sind jetzt zumindest schon mal auf dem richtigen Fleckchen. Da hinten ist ein Gummibaum. Können wir wieder unseren Kopf gegen schlagen, um Schmerzen zu bekommen. So, geht's hier rein? Ne. Tja, irgendwie hat Plantlife irgendwie so extrem flache Höhlen. Kann es das sein, dass die hier irgendwie ein bisschen auch bei den Höhlenparametern rumspielen? Kommt man da rein? Oh, da geht's auch noch. Ne, da geht's nicht. Frage ist, kommt man da rein? Geht's da tief runter? Es sieht fast so aus. Die Frage ist, kommen wir da überhaupt rein? Ah, da könnte man... Ne, kann man nicht. Ah. Sollen wir einfach mal auf Teufel komm raus da hingehen? Ich gehe da mal rum. Ich gehe mal hier ums Wasser drum herum. Was ist hier? Ah, hier sieht auch vielversprechend aus. Das sieht mir aus, als wenn es hier weit runter geht. Ja, geht voll weit. Obwohl hier hinten. Oh, nicht vergessen, Mobs sind aktiviert. Obwohl, andererseits, wir haben ja Rüstung. Okay, sieht mir jetzt doch ganz schön flach aus. Geht's hier runter irgendwo? Hier schon mal nicht. Hier schon mal nicht. Und hier geht's wieder hoch. Ah, super. Ah, ne, geht's runter. Oh, hier geht's runter. Oh, eine Kiste. Alter, wie viele Kisten gibt's hier bitte? 28 Stöcker. Ja, leck mich am Arsch. Was? Oh, wir verhungern. Yay. Oh,
Ach doch, hier geht's relativ gut runter. Gut, dann Kohle nicht vergessen abzubauen. Werden wir gebrauchen, früher oder später. So. Oha. Ja, hier geht's auf jeden Fall runter. Oha. Ja, hier geht's richtig gut runter. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo kommen wir hier am dümmsten runter? Ich würde mal sagen, wir gehen hier. Nee. Wir gehen mal hier. So ungefähr. Dann dürften wir eigentlich doch schon fast auf Zielhöhe sein, oder? Noch eine Kiste. Oh! Aqua? Was ist das denn bitte schon für eine Farbe? Also deine ist ja Farbe, aber Aqua? Was ist das denn für eine Farbe? Und blaue Farbe. Stöcke nehmen wir natürlich komplett mit, genauso wie die Fackeln, können nicht schaden, die Farbe können wir da drin lassen und die ganzen anderen Klatsch auch. Okay, hier geht es nicht mehr weiter tiefer. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Hier geht es nur wieder hoch. Ah, ein bisschen Zink. Das ist natürlich geil. Oh. Hat sich die ganze Sache jetzt schon direkt gelohnt hier. Ist zwar nicht das, was wir primär suchen, aber bei Zink, ne, haben wir auch relativ wenig. Von daher würde ich einfach mal sagen, wenn wir es hier schon finden, dann können wir es auch definitiv abbauen. Okay, ich dachte ehrlich gesagt echt, dass die Steinhacke viel langsamer ist. Das geht ja eigentlich hier voll. Gut, ich meine, vergleichbar jetzt hier mit der Regenbogenspitzhacke, da gehen wir einfach durch wie Hupsala, wie Butter. Aber dachte schon, wir brauchen jetzt hier pro Block eine Minute oder sowas. Ne? Ich meine, es ist sowieso ein Wunder, wie man mit Stein kaputt schlagen kann. Ich meine, im echten Jahr. Aber dass wir mit so einer kleinen Steinspitzhacke so komplett steinmassiv hier abbauen, das geht eher weniger. Da würde eher die Steinspitzhacke zerbrechen. Außerdem aus Gestein eine Spitzhacke zu formen, geht so wie dafür Stein viel zu instabil. Da, also um Stein abzubauen, brauchst du wirklich selber auch schon so einen richtigen Feld, den du einfach mal wieder gegenschlagen kannst oder sowas. Die gute alte Technik. So, ja, hier geht's wieder hoch. Ah, okay, kommt wieder Wasser. Hier sind wir also definitiv fehl am Platz. Okay. Gut, dann gehen wir hier mal direkt wieder runter. Dann gehen wir da mal in die andere Richtung. Also da lang. Und hoffen, dass wir da ein bisschen mehr Glück haben, dass es hier wieder runter geht irgendwo. Ja, hier geht's wieder runter. Yay! Und schon sind unsere ersten Fackeln fast aufgebraucht. So, hier ist sogar ein bisschen Marmor oder was auch immer. Und hier geht es noch weiter runter. Sehr geil das Ganze. Sehr, sehr geil. So, wir haben gerade mal 10-mal Kohle. Ah, das ist das, was ich meinte. Wir müssen definitiv auch Kohle abbauen auf unserem Weg. Ansonsten wären wir ganz... Oh mein Gott. Warum ist hier so viel Zink? Weißt du, wir suchen unser Leben lang nach Zink in riesigen Höhlen, die 3000 Kilometer unter dem Boden sind. Und ja, hier sind wir einfach nur, wissen nicht, irgendwo. Leck mich am Arsch. Dieses Spiel hasst mich einfach. Weißt du, wenn wir danach suchen, suchen wir 30 Folgen lang, ja. Und dann, wenn wir es irgendwann aufgeben und sagen, okay, komm, fick das Spiel, lass mich in Ruhe. Dann und irgendwo anders einfach random hingehen, finden wir massig. Einfach massig. Alter, wie ich mit der Regenbogenspitzhacke aufpassen muss, dass ich hier nicht gleich alles abbaue mit einmal. Oh, danke schön. So, geht's hier runter. Ich brauche da mal eine Fackel hin. Oha.
Gut, dann ich mache mal ein bisschen anders. Ich mache mal die Fackel dahin. Und mache hier mal mein Seil ran. Und guck mal, wo es da hingeht. Aber es geht hier so weit runter. Ich glaube mal, hier geht es noch viel weiter runter. Oh ne, geht. What the fuck? Bitte was? Oh! Dungeon Master! Der schreit uns ja gar nicht. Na mein Lieber. Yay, Mese. Woo, Hardcore. Okay, hier geht es auf jeden Fall relativ weiter runter, ha? Nein! Upsa. Runterfallen ist immer eine schlechte Idee. Okay, ich glaube mal, hier haben wir tatsächlich... Jetzt müssen wir mittlerweile auch auf der Zielhöhe sein. Ich glaube mal, wir haben minus 80, sollten wir schon erreicht haben. Das heißt, die nächste Folge verbringen wir dann damit, hier die Höhle mal bis auf den Kopf zu stellen. Hoffnerweise oder betenerweise, dass wir hier ne, Uran finden. Da oben ist unser Ausgang. Sehr schön markiert mit dem Seil. Easy. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Die Folge jetzt hatte, glaube ich, auch schon ganz schön Überlänge. Ja, dezent. Hä? Moment mal. Wie lang ist die Folge? Achso, okay. Herzlich willkommen. Dachte schon, die geht jetzt hier eine Stunde, weil die so groß ist. Ah, ja. Okay, dann, ja. Dann auf jeden Fall bis nächste Woche. Ja. Sehen wir uns irgendwann mal wieder. Bis dann.